Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zu Pokémon Let's Go Evoli oder Let's Go Pikachu. In dem heutigen Tutorial möchte ich euch nur kurz zeigen, wie ihr an die originalen Starter-Pokémon, also Glumanda, Shiggy und Bisasam rankommt, denn aus dem Original die gelbe Edition, da gab es sie ja auch schon. Die Leute, die gelbe Edition damals hatten, werden wahrscheinlich auch wissen, wo sie die herbekommen, aber für alle, die das nicht wissen, ist dieses Video da. Ich werde euch zu einem zeigen, wo ihr sie geschenkt bekommt und zum anderen, wo ihr sie auch fangen könnt. Und neben den drei Starter-Pokémon werde ich euch auch noch zeigen, wo ihr sowohl Evoli als auch Pikachu im Spiel noch fangen könnt. Und jetzt ohne viel rumzulabern, würde ich sagen, legen wir einfach los! Okay, beginnen wir mit Bisasam. Dafür müsst ihr einfach nach Azuria City und dann gleich neben dem Pokécenter in dieses allererste Haus hier reingehen. Da wartet dann auf der linken Seite eine nette kleine Frau, die wird euch sagen, dass ihr 30 Pokémon gefangen haben müsst. Da ist es auch egal, ob es unterschiedliche sind, es müssen einfach nur 30 Pokémon gefangen worden sein und dann gibt sie euch ihr Bisasam. Ihr könnt aber auch schon viel früher das Bisasam kriegen und zwar indem ihr einfach nach Vertania City geht. Von da aus dann einfach den ganzen Weg geradeaus nach oben, bis ihr zum Wald gelangt, zum Vertania City Wald. Und dort einfach den ganzen Wald absucht, je nachdem, wo ihr suchen wollt. Und irgendwann wird dann hoffentlich auch ein Bisasam erscheinen. Am besten ihr nutzt auch gleichzeitig noch ein Lockparfüm, weil dann habt ihr eine sehr viel höhere Chance, dass ein Bisasam irgendwann erscheint. Denn Bisasam hat eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, hier aufzutauchen. Was ihr machen könnt, wenn ihr noch keine guten Lockparfüms habt, dann könnt ihr auch einfach eine hohe Fangserie machen und dann sollte es auch einfacher werden. Ich habe hier zufälligerweise noch ein Shiny Safcon bekommen. Warum auch immer, ich hatte nicht mal irgendeine Fangserie oder sowas, es kam einfach. Aber ja. Hier dann noch mein Bisasam, das ich gefangen habe. Bam! Du bist mein! Yay! Nur als Beweis, dass im Vertania-Wald auch ein Bisasam anzutreffen ist. Okay, kommen wir nun zu Glumanda. Und Glumanda ist gar nicht so weit weg von dem Bisasam, das wir eben geschenkt bekommen haben. Und zwar müsst ihr von Azuria City einfach nur schnurstracks über die Nugget Bridge rüber. Und dann seht ihr oben links schon diesen netten kleinen Trainer. Der gibt euch dann das Glumanda, sobald ihr 50 Pokémon gefangen habt. Auch bei ihm ist es egal, ob es verschiedene Pokémon sind. Es müssen einfach nur 50 Pokémon gefangen worden sein. Und dann gibt er euch sein Glumanda. Sehr nett von ihm. Ihr könnt allerdings auch von Mamoria City aus, wenn ihr da nach rechts geht, auf Route 3 und Route 4 auch euer Glück probieren. Dazu einfach von Mamoria City, dem Pokécenter, nach rechts laufen und dann seid ihr quasi schon auf Route 3. Wenn ihr da ein bisschen umherlauft, dann seht ihr irgendwann hohes Gras und da könnt ihr überall euer Glück probieren. Allerdings hatte ich hier nicht so viel Glück und es gibt auch noch einen anderen Ort, nämlich den Felstunnel, der kurz vor Lavandia ist. Und ja, da auch einfach Lockparfüm einsetzen, damit ihr eine höhere Chance habt. Und ich hatte hier richtig viel Glück mit meinem Glumanda, das kam nach nicht mal 20 Sekunden in der Höhle. Und ja. Da habe ich auch das Glumanda. Können wir weitergehen. Also Felstunnel sehr zu empfehlen, Leute. Alrighty, kommen wir zum letzten im Bunde und das ist Shiggy. Shiggy kriegt ihr geschenkt von einer Officer Rocky und zwar in Urania City. Da einfach rechts neben dem Pokémon Center steht sie schon und die verlangt von euch ganze 60 Pokémon gefangen zu haben. Auch bei ihr, wieder egal, ob verschiedene, es müssen einfach nur 60 Pokémon sein und dann gibt sie es euch. Aber ihr könnt Shiggy natürlich auch noch woanders kriegen und zwar gibt es da zwei Orte. Einmal über Azuria City auf Route 24 bzw. 25. Hier könnt ihr euer Glück probieren, allerdings hatte ich hier nicht so viel Glück. Und wenn ihr warten könnt, dann könnt ihr auch auf die Seeschauminseln. Dazu einfach rechts von der Zinnoberinsel über das Wasser rüber. Und es langt tatsächlich nicht im Wasser zu bleiben, sondern ihr müsst tatsächlich in die Höhle rein. Bedenkt allerdings, wenn ihr auf der Seeschauminsel Shiggy haben wollt, dass das Shiggy da natürlich ein höheres Level hat und dadurch auch schwerer zu fangen ist. Also deckt euch auf jeden Fall mit Hyperbällen ein. Und dort dann wieder Lockparfüm einsetzen. Am besten irgendwie eine Fangstrake machen. Ich habe dann komischerweise wieder ein Shiny Zubat gekriegt. Ich hatte in meinem ganzen Run kein einziges Shiny-Pokémon und jetzt möchte ich hier nur die Starter-Pokémon haben und finde einfach zwei Shinies. Was ist das? Ich hatte nicht mal eine Fangspec und es kam einfach. Naja, dann kam aber zum Glück doch irgendwann auch noch das Shiggy. Das hat sehr lange gedauert und die Seeschauminsel kommt auch relativ spät ins Spiel. Deswegen, wenn ihr Shiggy schon früher haben wollt, dann ist die Seeschauminsel nichts für euch. Allerdings, wenn ihr warten könnt, dann ist hier ein sehr guter Ort für Shiggy. Und ja, da habe ich auch Shiggy. Ja, und die letzten beiden Pokémon sind nicht so schwer zu finden. Pikachu, dafür braucht ihr nicht mal ein Lockparfüm. Pikachu kommt gleich am Anfang in Vertania-Wald relativ häufig.
Ist natürlich ein sehr schwaches Pikachu. Ich hatte auch selber ein Pikachu über meinen ganzen Run hinweg. Lief ganz gut, Pikachu ist recht stark. Ich finde es gut, dass sie es so gelassen haben, wie in der gelben Edition, dass man im Vertania-Wald tatsächlich Pikachu finden kann. Und Evoli findet ihr neben Fuchsania City einfach auf Route 17. Erscheint da auch sehr, sehr häufig. Ihr braucht da kein Lockparfüm, gar nichts. Es erscheint da wirklich, wirklich richtig häufig. Und um euch das auch zu beweisen, spule ich hier auf Route 17 einfach mal nicht vor, sondern wir warten jetzt hier einfach mal kurz. Bei mir sind tatsächlich die Evolis sehr häufig in diesen ersten Grasstand gekommen. Ich habe jetzt ein Lockparfüm benutzt, allerdings braucht ihr das wirklich nicht. Ich habe auch in meinem regulären Run hier sehr, sehr viele Evolis gefunden. Gerade für die drei Entwicklungen ist das halt sehr wichtig, dass man sein Pokédex fertig machen kann. Und da auf der rechten Seite sehen wir schon ein kleines Evoli. Also das ging hier auch wirklich richtig schnell. Ja, und damit hättet ihr dann alle, ich sag mal, 5 mit Anführungszeichen Starter-Pokémon. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen, falls ihr nicht wusstet, wo ihr die Pokémon herbekommt oder wo ihr sie finden könnt. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da und abonnieren nicht vergessen, weil ich möchte jetzt ein paar mehr solcher Pokémon-Tutorials machen. Und dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und tschüss!